Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen zu Menschen in München, liebe Zuschauer. Ich möchte Ihnen heute jemanden vorstellen, die früher ein großer Kinderstar war, dann nach Amerika gegangen ist, dort auch den Golden Globe bekommen hat, also auch dort eine tolle Karriere hingelegt hat, wieder nach Deutschland gekommen ist, hier am Theater große Erfolge gehabt hat und dann die Karriere völlig nochmal gedreht hat. Sie ist heute Buchautorin und kümmert sich um das Thema Altwerden. Parallel dazu ist sie aber natürlich auch immer noch Schauspielerin. Die Rede ist von Christine Kaufmann. Christine Kaufmann, wenn ich mir jetzt überlege, was Sie alles in Ihrem Leben erlebt haben, haben Sie dann das Gefühl, dass Sie eigentlich 3 oder 5 Leben gelebt haben? Ja, ja, ja. 5 und mindestens 200 Jahre. Und mindestens 200 ja. Jahre, es ist, glaube ich. Es gibt ja jetzt den einen oder anderen, der vielleicht nicht ganz so familiär mit dem ist, was Sie gemacht haben. Dem müssen wir jetzt erstmal erklären, dass das bei Ihnen, Sie sind eine riesig erfolgreiche Schauspielerin, mit 5 Jahren losging. Mhm. Kinderstar, was fällt Ihnen dazu ein? Also, als erstes ist es so, dass ich keine erfolgreiche Schauspielerin bin, sondern war. Also ich hatte viele verschiedene Erfolge. Es gibt keine Schauspieler, die immer erfolgreich sind. Auf jeden Fall nicht über 50 Jahre. Ich glaube, was sicherlich interessant ist, ist, dass ich so früh angefangen habe und es mich immer noch gibt auf die eine oder andere Art und Weise. Und Kinderstar, ich bin nun gerade, beschäftige ich mich mit dem Thema, weil ich ein Buch drüber schreibe. Und ich finde, es ist total faszinierend, wie sich auch der Umgang mit Kindern geändert hat in den letzten 53 Jahren. Ja. Ich finde ihn mehr oder weniger katastrophal, obwohl es jetzt in Los Angeles eine Stelle gibt, wo man Kinder, die diese Erfahrung gemacht haben, psychologisch betreut. Aber wenn man sich überlegt, Sie waren ja quasi einer der ersten Kinderstars, die wir in Deutschland hatten. Von daher gab es überhaupt gar keine Erfahrung, die die Leute mit Kinderstars hatten, wie man die erzieht, was man mit denen macht. Das war doch was völlig Neues. Ja, man war Menschenmaterial, denke ich. Also bei mir gibt es sicherlich ein paar Sachen, die eine Rolle spielen. Ist, dass ich ein deutsches, blond gefärbtes Kind war, das eigentlich eine französische Mutter hatte. Also ich kenne überhaupt keine deutschen Kinderlieder zum Beispiel. Alle, also ich kenne nur Fedodo oder solche Sachen. Das heißt, ich war sowieso schon fremd. Und dieses Fremde, dieses Isoliertsein hat dann diese Isolation, die ja jedem Star passiert, ob er klein ist oder nicht, etwas abgemildert und verstärkt gleichzeitig. Aber dieses, Sie sind ja sozusagen in den letzten Kriegsjahren auf die Welt gekommen. Und ja, ich bin Januar geboren, 45, also 2 oder 3 Monate vor Kriegsende, ja. Also richtig in eine katastrophale Zeit hier in Deutschland. Mhm. Und wenn man so liest, wie es Ihnen da ergangen ist, dann gehörten Sie also zu denjenigen, von denen man sagen kann, die hatten nichts. Also Sie haben auch sehr lange in Kellern gewohnt und es hört sich alles sehr furchtbar eigentlich an. Ja. Ja, das Interessante ist, dass ich es mal als Menschmann registriert habe, dass jeder hat eine selektive Wahrnehmung. Ja. Ich habe das immer ganz anders registriert. Ich habe gefunden, das Leben war toll, bis ich berühmt geworden bin. Also ich muss dazu sagen, dass ich meinen Vater abgöttisch geliebt habe und er mich auch. Dass ich einen Bruder hatte, den ich sehr geliebt habe. Ich habe mich sehr geschützt gefühlt. Ich konnte tanzen. Man hat mein Talent zum Tanzen unterstützt. Wir waren alle arm. Es war überhaupt niemand da, der Geld hatte sozusagen. Und ich hatte eine fantastische Großmutter, die es geschafft hat, mit wenig durch ihre Art des Seins Luxus zu vermitteln. Das heißt, wir haben Pfannkuchen gemacht ohne Eier und so. Aber weil sie so gut gekocht hat, haben wir das nicht gemerkt. Für mich war eigentlich der große Schock diese unglaubliche Isolation, als ich ein Star geworden bin, als Rosenresli, so auf einem Balkon zu stehen und hunderte Leute rufen einen Namen, der A, nicht der eigene ist und B, war es ein bisschen so, als ob man mir die Familie weggenommen hätte. Die haben Sie immer Rosenresli gerufen? Ja, das ist auch bei so Premieren, Rosenresli und so weiter. Das ist für ein Kind furchtbar. Ja, vielleicht gibt es Kinder, die das mögen würden, aber ich habe nicht dazu gehört. Ja. Aber Sie haben ja dann, also Sie haben es eben auch selber gesagt, als Sie berühmt wurden, da hat Ihnen das alles
keinen Spaß mehr gemacht, was man ja eigentlich gar nicht verstehen kann, weil sie haben ja viel Geld auch verdient, aber dieses Geld konnten sie irgendwie nicht selber behalten und das hat Ich weiß nicht, welches neunjährige Kind mit Geld, das es verdient, irgendwas anfangen kann. Mhm. Ich glaube auch, dass das Geld verdienen wirklich gelernt werden muss. Das ist vielleicht das, womit sich die meisten Leute am schwersten tun. Also ich auf jeden Fall. Aber es hat mir, ich habe gesagt, ich bin ja Zwangsbuddhistin geworden, weil ich sehr, sehr früh hinter den Schein der Menschheit auch geguckt habe und mich sehr früh auf Dinge konzentriert und auch mein Reichtum, wenn man so Menschen wie Sie, die sich mit mir unterhalten haben als kleines Kind. Ich habe es geschafft, Leute dazu zu kriegen, mir über Philosophie, über Psychologie, über Kunst, sich mit mir auseinanderzusetzen wie mit einem erwachsenen Menschen. Und deswegen war ich auch schon sehr früh ohne Schulbildung, aber mit einer großen Bildung, was Literatur und Kunst anging. Aber dieses Geld wegnehmen, haben Sie Ihren Eltern übel genommen? Naja. Also ich könnte sagen, nicht in meiner Kindheit, sondern später. Also später habe ich, schauen Sie das Gemüse an, später habe ich, toll, Paprika, aber brennt wie die Hölle. Nein, später habe ich einfach andere Überlegungen gehabt. Und zwar, meine Eltern konnten beide nicht mit Geld umgehen. Deswegen muss ich sagen, es war praktisch nicht ihre Schuld. Aber was schwierig war, ist, dass ich später einfach gedacht habe, sie hätten mich doch mal fragen können, ob ich Schauspielerin sein will. Weil ich bin sicher, ich wäre entweder Architektin geworden oder ich würde schreiben, was ich ja jetzt auch tue. Das eine tun sie, das andere tun sie nicht. Hätten sie ja auch machen können. Irgendwann, als sie dann erwachsen genug waren, hätten sie ja sagen können, okay, jetzt mache ich Architektur. Also, den Menschen möchte ich sehen, dem es gelingt, so ohne weiteres sich aus den Klauen des Ruhms zu befreien. Und zwar nicht, weil man dieses Leben braucht, dieses Berühmtsein, weil ich bin ja immer ausgebüxt nach Afrika und so weiter. Ich bin in andere Länder, wo Christine Kaufmann bedeutungslos war und ich habe mich dort auch durchgesetzt. Nein, ich glaube, also hier habe ich es irgendwie gemacht, dass ich mich nicht über den ehemaligen Kinderstar oder die Ex-Frau von Tony Curtis oder meinetwegen im Theater oder so. Jeder Mensch hat verschiedene Begabungen, bin ich ganz sicher. Und bei mir ist es so, dass ich wirklich mit großer Liebe an die Pflege der Gesundheit, des Aussehens gegangen bin und da relativ erfolgreich war. Und da haben sie lange rumgenagt, bis es mir zugestanden haben. Ja, ja, sie haben sich auch ein paar Mal neu erfunden, eigentlich laufend in ihrem Leben. Ne? Aber trotzdem, diese Sache mit dem Ruhm, irgendwann muss es Spaß gemacht haben. Also es kann nicht nur schrecklich gewesen sein. Das ist eben von außen. Ich habe gerade so im Rahmen meiner Recherchen eben sehr viel auch gelesen über Paul Newman, der gesagt hat, alles, was man über den Ruhm kriegt, ist schrecklich. Und zwar, weil Leute vergessen es. Man stellt es sich wahrscheinlich vor, als ob jeder Mensch ist berühmt in seinem Dorf, in seiner Kleinstadt. Da weiß man, das ist der Bürgermeister und so weiter. Er wird niemals mit der Medienwirklichkeit konfrontiert sein. Selbst wenn ich mit einem Auto fahre mit Chauffeur, wenn es nicht mein Auto ist und mein Chauffeur, ist es geliehen. Und ob man sich an geliehenen Dingen so freuen kann wie an echten, das bezweifle ich. Ist das jetzt in der Regel? Gerade überfahren. Dieser Kameramann überlebt alles. Sehen Sie das jetzt im Rückblick so oder war Ihnen das in der Zeit auch schon so bewusst? Also man ist doch, wenn man dann so Anfang 20 ist und dann überall erkannt wird und Star ist und Sie haben dann Ich bin ja mit 9 immer erkannt worden. Ich denke mit 20, also es ist so, bin lange Zeit, wenn ich in ein Restaurant gegangen bin, aber wirklich aufgrund meiner Kindheit, habe ich versucht, mich undurchsichtig zu machen. Eigentlich das Gegenteil von dem, was ein normaler Mensch macht. Normaler Mensch will Platz verdrängen. Und bei mir ist es so, dass ich wirklich aufgrund dieses angegafft werden. Die Leute verhalten sich übrigens, als ob man einen Puckel hätte, weil sie stoßen sich an und flüstern und so weiter. Das hat mich natürlich traumatisiert, weil ein Kind möchte gerne das Leben entdecken, ohne angegafft zu werden. Das ist logisch. Später dann, als ich mit Toni verheiratet war, habe ich natürlich sozusagen gelernt, wie es ist, wenn man wirklich berühmt ist, nämlich nochmal eine ganz andere Dimension. Da ist es so, dass man wohl Dinge kriegt, weil man den Namen hat oder Geld hat oder was immer, aber eigentlich die Kehrseite so grässlich ist. Es gibt ja gar keine Entspannung mehr. Mit Toni Curtis konnte man nirgendwo hingehen.
ich konnte ja an viele Orte gehen, ohne dass irgendjemand weiß, wer ich bin. Und es ist sehr wichtig, um sein Selbst zu identifizieren. Das andere ist fürs Ego und das Eigentliche ist für das Selbst. Also wenn Sie jetzt schon Tony Curtis ansprechen, man muss ja sagen, dieser Tony Curtis, der war ja in den 60er Jahren und auch 70er Jahren ein Weltstar, ein absoluter Weltstar, der sozusagen auch von seinem Aussehen her, der hatte sich ja diese Tolle gemacht, die ihm selbst Elvis Presley nachgemacht hat. Und war ja also wirklich ein super Megastar weltweit. Als Sie mit dem zum ersten Mal gedreht haben, was hat Sie denn an dem interessiert? Also wir haben uns zwar bei Dreharbeiten kennengelernt, aber nicht beim Drehen, sondern ich bin abends eingeladen gewesen. Ich war ja 17 und wir waren in Südamerika. Und ich weiß, dass ich bin in den Raum gekommen, es waren einige Gäste dort und habe dann gesagt, das ist Miles Davis, der da spielt. Und er war total fasziniert, dass so ein 17-jähriges Mädchen, also ziemlich gebildet war, eben wie ich gesagt habe, Kunst und Musik. Im Grunde genommen hatte ich, und das Gefühl habe ich immer noch, egal ob wir uns jetzt getrennt haben oder nicht, oder er mir die Kinder weggenommen hat oder nicht, es gibt da eine sehr, sehr starke Affinität, die übrigens mysteriöse Zusammenhänge hat. Zum Beispiel sind wir die gleiche Blutgruppe. Bei ihm, bei Männern ist es so, dass es einer unter einer halben Million hat, diese Blutgruppe. Bei Frauen ist sie eher selten. Das heißt, wir sind von der Blutgruppe schon füreinander bestimmt gewesen. Was ist das für eine Blutgruppe? Rhesus A negativ. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er ein Mann war, für den ich nicht berühmt war. Verstehen Sie? Es ist so, viele Leute unterschätzen es, dass natürlich auch für eine Frau, die bekannt ist, es sehr schwer ist, einen Mann zu finden, der sie weder verehrt noch verachtet, weil sie berühmt ist. Und die Lösung ist natürlich, nimm dir einen anderen, der berühmt ist oder berühmter als du. Und dadurch hat es keine Rolle gespielt. Aber wussten Sie, dass er verheiratet war mit Cassie Lee zu dem, Janet Lee? Natürlich wusste ich, dass er verheiratet war, aber man hat mir sofort so gesagt, dass sie eh in Krise ist und so weiter. Und ehrlich gesagt, mit 17 sind solche Sachen, das ist sehr abstrakt. Die Frau war nicht da. War das so Liebe auf dem ersten Blick? Aber ich meine, wie viele Jahre war er älter? 20 Jahre? Oder? Aber das hat man nicht gemerkt. Also ich hatte er und ich, wir hatten beides Gefühl, dass ich älter war. Und es hat sich dann später auch rausgestellt eigentlich. Also nicht physisch älter, sondern irgendwie, ich war anders. Also ich glaube, vielleicht sind Frauen überhaupt reifer, härter, unnachgiebiger. Und das war ich auf jeden Fall. Also, aber ja. Jetzt als 17-Jährige in Südamerika, Argentinien haben Sie sich getroffen, Tony Curtis getroffen zu haben, dann war das vorher mit Kirk Douglas, als Sie mit dem zusammengearbeitet haben? Man muss wissen, dass wenn ein Mädchen aufwächst in dieser Welt, also ich habe mich um gar nichts was geschissen, das muss man einfach sagen. Es gab für mich keine Stars, es waren Partner, es waren Leute, die man respektiert hat, aber es war nicht jemand, wo ich gedacht habe, wow, das ist Kirk Douglas oder Tony Curtis. Ja. Das sind halt Menschen, das ist vielleicht einer der Vorteile, wenn man in dieser Welt lebt. Aber wusste Tony Curtis, dass Sie mit Kirk Douglas zusammengearbeitet haben? Ja, natürlich. Also das war vorher. Und dann haben Sie ja, ich meine, das geht in Deutschland auch immer wieder unter, dieser Golden Globe, den Sie gekriegt haben. Ja, das nicht ist ohne Absicht, muss man dazu sagen. Warum? Nicht ohne Absicht? Das ist eine lange Geschichte. Ja, also ich erwähne das gerne. Das muss man doch immer wieder sagen. Denn der Golden Globe, das ist ja nicht mal irgendein Preis. Sondern also der wurde jahrzehntelang verheimlicht, weil das Bild, das man von mir gebaut hatte, Christine Kaufmann ist nur ehemaliger Kinderstar. Sie war mit Tony Curtis verheiratet. Sie ist eine Hippie-Frau, hat Drogen genommen, ist nach Indien gegangen, hat viele Männer geheiratet. Das hat zum Golden Globe irgendwie nicht gepasst. Und ich glaube, dass es mir sozusagen, man gönnt es mir im Nachhinein nicht. Macht nichts. Ja, aber das kann man. Wo steht denn der Golden Globe bei Ihnen? Er steht irgendwo. Aber die einzige Auszeichnung ist, schauen Sie, wie viele Auszeichnungen andere grandiose deutsche Schauspielerinnen haben. Da hagelt es nur vor Bambis und so weiter. Aber nicht den Golden Globe. Also das sind überwiegend deutsche Auszeichnungen.
Was gefällt Ihnen hier? Der Geruch, aber ich muss sagen, in der Kälte liebe ich es nicht so sehr. Nur Oliven sind toll. Oliven, Scampis sind alles Sachen, die ich gerne esse. Obwohl natürlich, das Schellfisch ist, ne? Also das ich ist, bin aber nicht jüdisch. Ja, ist das aber nicht ein unreiner Fisch? Nein. Aber Sie waren mit dem Juden verheiratet. Ja, aber wir haben auch nicht koscher gelebt. Aber ich weiß es nur, weil meine Tochter diese Religion sehr angenommen hat und die Gemeinde und mir das natürlich sehr gefällt. Und deswegen weiß ich, dass ich Blödsinn mache, indem ich Schellfisch esse. Aber nur ist es zu spät, um es zu ändern. Obwohl jetzt Ihre Tochter hat das angenommen, sagen Sie, die ist auch... Sie ist nicht konvertiert. Ja, aber genau, Sie sind katholisch, evangelisch? Ich bin katholisch. Genau, haben Tony Curtis geheiratet dadurch ist dann die Tochter ja nicht automatisch ist sie nicht. Sie wollte auch, also sie hat sich schon angestrengt. Also mein Enkel geht in eine sehr, sehr gute jüdische Schule, er muss also nicht religiös-jüdisch sein, um dorthin zu gehen. Und es ist halt eine tolle Schule mit sehr witzigen, kosmopolitischen Eltern in Miami. Wo wir jetzt nochmal über Ihre Tochter gesprochen haben, da haben Sie ja auch Dramen erlebt. Das sind ja Geschichten, die kann man ja... Wenn man sowas überlebt und dabei dann noch, psychisch stark geblieben ist, dann kann man ja rückwirkend wahrscheinlich nur kopfschüttelnd daran denken. Also als Sie mit Tony Curtis dann den Kampf um die Kinder gehabt haben, da hat er Sie aus London nach Los Angeles entführt. Ja, aber also ein Kampf war es nicht. Mhm. Es war einfach so, dass ich vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Und ich hatte natürlich im Vergleich zu Tony kein Geld. Die Kinder haben amerikanische Pässe gehabt. Und die Argumente, die er gebracht hat, da habe ich eben überlegt, vielleicht stimmen die. Also ich glaube, dass es natürlich auch ein Zeichen von Mutterliebe ist, wenn man sich selber in Frage stellt. Und natürlich die Kinder, ich habe Theater gespielt, da sind wir umgezogen. Wobei ich sagen muss, er ist noch öfter umgezogen als ich, aber halt immer mit Ehefrau und Sekretär und so weiter. Das war auf einem ganz anderen finanziellen Niveau. Geschafft hat er es nicht, dass er uns getrennt hat, weil ich glaube, dass Liebe stärker ist als Macht. Denn die Kinder sind dann freiwillig wieder zu Ihnen zurückgekommen. Sie sind freiwillig zu mir zurückgekommen und wir haben auch eindeutig die intensivere Bindung. Auf gewisse Art und Weise glaube ich schon, dass man sagen könnte, vielleicht das Elternteil, von dem man die Kinder trennt, dass die Sehnsucht nach diesem Elternteil größer ist. Optimal ist natürlich beide. Ich bin keine Verfechterin von alleinerziehenden Müttern. Ja. Ich bin sehr für Vater und natürlich muss er auch anständig sein. Was hat Tony Curtis Ihnen vorgeworfen damals? Also ich weiß, er hat mir alle Sachen vorgeworfen, die er selber gemacht hat. Also Drogen und Umziehen. Und bei mir ist es so, ich meine, das Leben spielt ja so merkwürdige, das Leben ist kapriziös, aber die Mutter, also diese Stiefmutter, die ja eigentlich der böse Finger war, hat ja immer behauptet, ich wäre Junkie. Wobei ist es bei mir besonders, ich finde ja nichts, allein der Gedanke. Ja. Als Spritzen. Als Spritzen, ich finde es so ekelhaft. Aber ihr eigener Sohn ist in ihrem Haus an der Überdosis Heroin gestorben und deswegen denke ich, es ist so, man kann so von Glück reden, wenn einem solche Sachen nicht passieren. Und sie tut mir unendlich leid. Da sieht man wieder, wie katholisch ich bin. Ja. Frau Kaufmann, im nächsten Segment würde ich schon gerne noch mal über Ihre Transformation oder über Ihr neues Geschäftsmodell. Auf der einen Seite waren Sie Schauspielerin und dann haben Sie sich überlegt, in ein ganz anderes Feld zu steigen, wo Sie natürlich auch riesigen Erfolg mit haben. Und darüber würde ich gerne jetzt gleich mit Ihnen sprechen. Gerne. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Frau Kaufmann, jetzt muss man mal versuchen herauszufinden, wann kam bei Ihnen der Punkt, wo Sie gesagt haben, das Thema Wellness und Schönheit ist ein Thema, was ich jetzt ziemlich offensiv angehen möchte. Ja, ich habe in Bonn Theater gespielt mit Jérôme Savary, eine super erfolgreiche Inszenierung von Schade, dass sie eine Hure ist. Also wirklich, es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich 40 Minuten Standing Ovation stand. Ich kann mich jetzt noch dran erinnern. Eine Doppelrolle, oder? Nein, eine Rolle. Nein, das andere, das war später. Dieses Schade, dass sie eine Hure war, hat die Romy Schneider gespielt in Paris. Und das ist eine Geschichte, wo ein Bruder sich in seine Schwester verliebt und sagt, willst du? Und sie sagt, ja. Und dann passieren natürlich Katastrophen. Da kommt unser Kaffee. Okay, wunderbar. Auf jeden Fall war ich dort. Danke.
viel beklatscht, aber wirklich bettelarm, weil ich musste die Wohnung in Bonn zahlen, die Wohnung in München. Meine Kinder haben dort gelebt in der Pubertät. Ich musste das alles finanzieren. Und man kriegt ja im Theater nicht so furchtbar viel Geld. Dann habe ich mir gedacht, was könntest du machen, um Geld zu verdienen? Dann haben alle gesagt, ich überlegt, alle sagen doch, du bist so doof, aber schön. Dann mach doch ein Buch über Schönsein. Und habe wirklich ein Buch geschrieben, das super erfolgreich war, wo dann im Stern geschrieben wurde, Ghostwriter. Und habe ich weiß nur, leider in Deutschland kann man sagen, wenn man als Autorin irgendeinen Erfolg hat, werden Leute immer behaupten, man hat es nicht selber geschrieben. Selbst nach 14 Büchern höre ich den Blödsinn, aber tant pis. Dass jemand anders die Bücher für Sie schreibt? Ja, irgendwie. Ich habe immer einen, den ich im Keller eingesperrt habe, der mit Peitschenhieben an der Schreibmaschine sitzt. Ich weiß es nicht. Ich meine, da Sie ja viel mit Aussehen arbeiten, darf man sagen, wie alt Sie sind? Natürlich, 63. Und gerne, wenn man sich das vorstellen kann. Ja, das kann, genau, jetzt kommt das kann man sich nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, dass man gerne 63 nein, ist. Nein, aber man kann sich auch nicht vorstellen, dass Sie 63 sind. Das sind die neuen 63. Weil Sie ja wirklich richtig gut aussehen. Und da muss man ja jetzt mal fragen, wie machen Sie das? Ja, also das habe ich eben in diesem ersten Buch geschrieben, weil ich komme aus einer Medizinerfamilie. Meine Großmutter war Ärztin, hat eine Klinik geleitet. Meine Urgroßmutter war Hebamme, die mit dem Fahrrad in diesem kleinen Städtchen, wo sie herkam, also in der Nähe von Paris, zu den Geburten gefahren ist. Und die Leute haben immer die Jalousien zugemacht. Ah, jetzt kommt die wieder, weil man die Unterwäsche auf dem Fahrrad sieht. Sie sehen, das Skandalöse liegt bei mir in der Familie. Auf jeden Fall habe ich in diesem Buch einfach geschrieben, was ich glaube, dass man machen muss. Ich glaube, Pflege ist präventiv. Das ist das eine. Jede Pflege beugt immer vor, weil wir uns immer erneuern und verjüngen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur der natürlichen Verjüngung Hilfe leisten. Das sage ich schon seit Anbeginn. Ich glaube, es gibt ein paar Geheimnisse, die aber nicht mit chirurgisch liften oder aufspritzen zu tun haben. Es gibt heutzutage moderne Sachen, natürlich parallel zu meinem Schönheitsritual. Das heißt, ich tanze in der Früh, ich fahre mit dem Fahrrad, ich habe eine gewisse Kosmetik und ich versuche, keine schlechten Gedanken zu haben, was übrigens der wichtigste Teil ist. Macht es Sie sauer, wenn Leute sagen, die Christine Kaufmann ist eh geliftet? Ja, ich habe schon überlegt, eigentlich, eigentlich müsste mich freuen, ja, weil ich sage, boah, wie toll, die Leute glauben, du bist geliftet. Auf der anderen Seite mache ich mir Gedanken um ihren Verstand, weil geliftete Frauen sehen ganz anders aus. Es gibt da dieses so, also da verändert sich ja die Muskulatur im Gesicht. Meistens haben sie hier am Ohr keine Narben, die macht man nicht mehr, sondern die zieht man da so hoch. Und ich finde, das Gesicht sieht anders aus. Also bei mir ist es ja schon so, dass ich so ein bisschen lefzen und so. Ich kann das natürlich kaschieren, aber ich bin eigentlich, sehe ich nicht geliftet aus. Was ich tue, ist, ich glaube, man kann in jedem Alter eine schöne Haut haben. Und das hatte meine Großmutter auch. Ist auch geerbt, leider. Sind Sie da, wenn Sie sich mit Frauen unterhalten und Ihnen eine Frau sagt, ich bin geliftet, oder Frauen mit Ihnen über Liften sprechen, sind Sie da grundsätzlich total dagegen? Nein, Sie der Sache nein. Ich glaube nur, dass wir an der Grenze, ich habe einen Hautarzt, mit dem ich drüber rede und vielleicht machen wir auch ein Buch. Ich glaube, wir sind an der Grenze, man wird irgendwann nicht mehr liften. Ich glaube, also das weiß ich, es gibt schon Maschinen, also sei es Laser, sei es, wie heißt es noch? Es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann, die Kollagenfasern in der Tiefe zum Aufbau zwingen, wenn man so will. Ich glaube, in der Zukunft werden die Frauen nicht mehr geliftet sein und die geliftet sind, müssen sich ja trotzdem pflegen. Und wie empfinden Sie diesen Drang von Frauen, also ein gewisses Alter festzuhalten und nicht sozusagen irgendwann auch mal einzugestehen, ja, jetzt bin ich über 60, jetzt bin ich über, oder auch nur über 50. Oder über 40. Oder über 40, klar. Ja, also ich glaube,
Ich glaube, das ist schade, weil eigentlich jedes Alter eine eigene Schönheit hat. Natürlich, wenn ich jetzt versuchen wollte, mich als Sexbombe durchs Leben zu schlagen, hätte ich einfach schlechte Karten. Aber als wissende Frau, die eben als wissende Frau, also nicht im sexuellen Sinne, sondern über das Leben an sich, hat man auch die Möglichkeit, viele, viele, viele Verehrer um sich zu scharen, Frauen und Männer. Und ich glaube, dass Frauen die Gelegenheit verpassen, ich sage immer, ich will Love Appeal, kein Sex Appeal. Das wäre mir wahrscheinlich viel zu anstrengend. Allein die Vorstellung, einen jungen Liebhaber zu haben, der die Kamasutra durchturnen müsste, wo man wahrscheinlich in die Notaufnahme vom Krankenhaus kommen würde, fände ich sehr schlimm. Amüsant, aber schlimm. Ja, hat Frau das irgendwann dann mal abgehakt als Thema? Ich glaube, da habe ich mit... Ich habe einen besten Freund. Ich habe zwei Männer, die ich sehr, sehr liebe. So, dass ich Herzklopfen kriege, wenn ich sie sehe. Da sagt er, ist das Ihr Mann? Nein, das ist nicht mein Mann, weil der ist immer da. Das sind Intellektuelle, beides. Und es ist so, dass beide bestätigt haben, dass das Gefühl für Erotik im Laufe der Jahre steigt. Also ich habe einmal, um ein Beispiel zu geben, da war ich aber schon viel jünger, ich habe einmal mit dem Otti Schenk Theater gespielt und hatte so ein Kleid, ja, so ein dekoltiertes Kleid, und er war hinter mir und hat dann so auf meinen Nacken geblasen. Und ich habe ihm gesagt, aus wirklich am Fundament mit meiner Ehrlichkeit, ich sagte, bitte tu das nicht, ich habe schon ein Jahr keinen Sex mehr gehabt. Das könnte katastrophale Folgen haben. Weil natürlich ein Mensch, der nicht immer Sex hat, weil er nicht will, weil er nicht kann, weil er nicht möchte, weil nicht der richtige Partner da ist, ist viel sensibler, was Erotik angeht. Also ich bin sicher, ich gehe morgen in die Oper. Wenn die dann singen, kriege ich Gänsehaut über dem ganzen Körper. Das Leben und die Liebe sucht sich seine Wege. Und wenn es eben nicht mehr so sexuell ist, was ich in Ordnung finde, dann findet es eben andere Wege. Mhm. Dieses als Frau schön aussehen müssen, da Sie sich ja sehr mit dem Thema beschäftigt haben, haben Sie das Gefühl, dass der Druck, den Frauen da erleben, mehr von den Frauen ausgeübt wird? Mhm. Oder sind es mehr die Männer, die den Druck auf die Frauen ausüben? Das ist wie mit der Henne und dem Ei. Also ich glaube selbst sehr emanzipierte Frauen, die sich nur für sich selber pflegen. Es gibt es, also ich zähle mich absolut dazu. Also für mich ist es so, wenn mir etwas gelingt, das würde ich auch baller, aber wenn mir etwas gelingt, so wenn ich mich fertig mache, dann wäre es mir auch wurscht, wenn alle Leute das schrecklich finden, wenn es mir gefällt. Also sicherlich meistens kriegt man irgendeine Resonanz. Aber ich glaube, dass die Frauen im Bemühen, sich um bei Männern in der männlichen Welt zu etablieren und zu behaupten, auch immer, selbst wenn sie es für Frauen machen, dann doch wegen den Männern. Also Männer spielen immer eine Rolle. Wenn der liebe Gott nur einen Sex gemacht hätte, wäre es anders. Aber er hat sich nun mal dazu entschieden. Denn das Ganze ruht ja in dem Thema alt werden und dann also dieses Vergängliche, dieses irgendwann ist man halt richtig alt. Macht Ihnen das Angst? Nein. Ich habe keine Angst vom Altwerden und jetzt auch keine Angst mehr vom Sterben. Das hatte ich wie viele Leute um die 50, da hat man das verstärkt. Wie mein Freund, mein bester geliebter Freund, sagte, er wäre plötzlich aufgewacht mit 50 und hätte gesagt, oh mein Gott, ich habe nur noch 30 Jahre zu leben. Ja. Fand ich so toll. Aber in Wirklichkeit... Kenne ich das Gefühl. Ja, ich auch. Es geht aber vorbei. Nach 60 hat man es nicht mehr, sondern man kommt in so eine Schwingung. Erstmal glaube ich, also dazu müsste ich sagen, ich habe viele Enkelkinder und eine davon, das ist die Elisabeth, die macht Illustration, hat gerade fertig studiert. Das haben Jamie Lee Curtis und ich haben dieses Studium finanziert in Schottland. Es war ziemlich teuer. Wir sind beide begeistert mit dem Ergebnis. Und die Lizzie, ich habe die jetzt in Schottland gesehen zu dieser Abschlussprüfung, wo sie ihr Meister sozusagen gemacht hat. Und habe mir gedacht,
Wenn ich sie anschaue, jetzt könnte ich eigentlich morgen sterben, du hast eine tolle Spur hinterlassen. Ich glaube, dass es für uns oder als Mensch oder als Kreatur wichtig ist, Spuren zu hinterlassen, über die man sich freut. Wer weiß, was passiert, wenn man tot ist. Aber ich glaube schon, dass es ein Auflösungsprozess ist. Und ich habe definitiv das Gefühl, dass ich und meine Gedanken, meine Liebe, meine Leidenschaft in meinen Enkelkindern weiterlebt. Mehr als in den Kindern. Das ist eine interessante Feststellung. Also bei vielen Menschen ist es so, dass sie sich eben überlegen, wenn ich Bücher schreibe, dann bleibt was. Wer schreibt, ja, der bleibt. Ja. Und es gibt andere solche Sprüche. Ist Ihnen das wichtig, dass Ihre Nachwelt noch über Christine Kaufmann spricht, sich Gedanken macht? Na, wenn es die Gedanken sind, ob ich gelebt bin, vielleicht eher nicht. Ja. Nein, ich glaube... Nein. Also das hat mich das Leben in der Scheinwelt gelehrt. Nur eines ist wichtig, dass man liebt und geliebt wird. Möglichst von Menschen, die man kennt. Es gibt natürlich Liebe auch, die man auslöst in Menschen, die man nicht kennt. Das ist vielleicht das Geheimnis von Unvergesslichkeit. Das könnte genauso ein Gemälde sein wie ein Stück Musik. Also es gibt viele Ouvertüren von Wagner, wo ich mir denke, Gott sei Dank habe ich den nie kennengelernt, aber die Musik ist fantastisch. Also, dass man Fragmente von Menschen liebt. Aber es gibt ein sehr, sehr schönes Lied, das ist mein Lieblingslied. Eines meiner George Benson. So ein, vielleicht kennen Sie das, so ein, ist nicht Reggae, ist auch nicht Jazz. Das heißt Nature Voice, das schönste Lied überhaupt, muss unbedingt auf meiner Beerdigung gespielt werden, wo er sagt, the greatest thing you could ever learn is to love and be loved in return. Und es gibt nichts Besseres, also keine Diamanten, keine Pelze, forget it. Das ist das Geheimnis des Lebens. Frau Kaufmann, wahrscheinlich in erster Linie Männer würden es mir übel nehmen, wenn ich Sie auf dieses Thema nicht ansprechen würde. Ja. Ich muss Sie darauf ansprechen. Sie waren zweimal im Playboy und haben sich dort... Dreimal sogar. Ich bin der einzig lebende weibliche Mensch, der dreimal im Playboy war. Es wurde bloß eine Geschichte, ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen, obwohl ich das eigentlich die schönste fand. Mhm. Da kann man meinen besonders großen Hintern beobachten. Macht nichts. Man sitzt gut drauf. Das ist wirklich... Wie alt waren Sie beim ersten Mal? 27. Und im zweiten, das war 1979 und dann nochmal mit über 50. Da wurden Sie als schönste Großmutter Deutschland gefeiert. Ich weiß. Ich bin da sehr, also ich habe vorher meine Enkel und meine Kinder gefragt, ob sie das in Ordnung fanden. Und da habe ich gesagt, schwarz-weiß und ein Fotograf, den ich kenne, Kunstwerke und ich bin 5 Kilo zu dick. Und dann haben sie gesagt, mach es. Das wird die Frauen ermutigen, dass sie nicht unbedingt aussehen müssen wie Kate Moss. Und ich weiß, dass Playboy so umstritten ist vielleicht. Ich würde mich auch nicht mehr fotografieren lassen, aber aus... Nicht als älteste Urgroßmutter, könnte ja passieren. Ich warte stündlich drauf. Na, ich warte schon drauf. Ich freue mich auf meine Urenkel, weil ich sage, dann komme ich bestimmt auf Newsweek, aufs Cover, so mit einem Abendkleid. Ja. Lurex? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall... Zwischenfrage, wie alt ist Ihr Enkelkind? Also ich habe die Zwillinge, die sind 23. Dann gibt es eine Kleine, die genau aussieht wie Nicole Kidman. Die ist 10 und der Kleine ist 5. Also Sie haben Enkelkinder, die 23 sind? Ja. Ja, also dann kann das ja, ja täglich passieren. Ja, ich bin auch schon ein bisschen ungeduldig. Jetzt, ein anderes Thema, was ja, für das Sie bekannt sind und was immer wieder auch in der Diskussion ist, sind Ihre wahnsinnigen Reisen. Sie haben ja... Sie leben in München jetzt 10 Jahre. Das ist die Zeit, wo Sie am längsten an einem Ort gelebt haben. Ich habe nie in meinem Leben irgendwo 10 Jahre gelebt und habe das einzig und allein meinem Mann zu verdanken, weil der ist so stabil. Das ist ein Mann und er zieht ungern um. Wahrscheinlich beides. Aber warum dann immer nach Afrika? Ja, früher, als ich wild und ungestüm war, ist es so gewesen, dass für mich diese Reisen in Länder, wo ich nicht bekannt bin, war die beste Möglichkeit zu entdecken, wie stark ich bin. Ich habe immer gesagt, ich habe mich selber auf die Welt gebracht. Es gibt da so Anekdoten, ich bin mit einem Bus
in Persien, damals hieß es Persien, in eine Oase gefahren, um die Matratzen auszuschütteln. Mein damaliger Lebensgefährte war krank im Hotel. Und ich bin da hingefahren, habe die Matratzen rausgeholt und ich war wirklich, weiß ich, 52 Kilo, 10 Kilo weniger als jetzt, und habe diese Matratzen rausgeholt und plötzlich kamen so Männer an. Also die waren irgendwie wahrscheinlich auf Kamelen gekommen. Und die haben mich angeschaut und es war eigentlich ziemlich klar, dass ich in Gefahr war. Und ich habe sie fixiert und habe wie eine Göttin diese Matratzen, als ob das Federn wäre, ins Auto geschmissen. Und ich habe festgestellt, dass man einfach durch geballte Energie und auch ein Zeichen, ein inneres Zeichen, sich in ganz brenzligen Situationen retten kann. Und da habe ich eben festgestellt, dass meine Stärke eben anders ist, als Christine Kaufmann durch die Welt zu hatschen. Also als Frau und als Mensch habe ich Kraft und das habe ich in solchen Situationen natürlich entdecken können. Mir fällt gerade eine andere Münchnerin, die ja auch in Amerika war, auch eigentlich so ihr Jahrgang ist und dann in der Welt umhergezogen ist, auch in Asien gewesen, ist so Uschi Obermeier gewesen. Also Uschi Obermeier und ich, wir haben nichts gemeinsam. Haben Sie nichts gemeinsam? Nein. Warum sagen Sie das sofort? Was? Weil ich finde, dass Uschi Obermeier, ich finde sie süß, interessant, liebenswert, hübsch, wahnsinnig hübsch. Das sind ganz andere Baustellen. Also sie ist, glaube ich, sehr mit Drogen. Ich habe ja nie so harte Drogen genommen. Sie ist im Grunde genommen ein Groupie, was ich nicht bin, sondern ich habe eine eigene. Ich bin mein eigener Mann immer gewesen. Ich glaube, dass sie eine von den Frauen ist, für die das Männliche gegenüber sehr wichtig ist. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich bin da eine richtige Ausnahme. Die meisten Frauen sind wie Uschi Obermeier, dass sie eben ein Leben leben in der Spiegelung des Auges von einem Mann. Das bin ich nicht. Ich bin im Grunde genommen eine Art Zwitterwesen. Das kommt sicherlich durch meine frühe Arbeit und meine frühe Selbstständigkeit. Und die waren nicht in Afrika allein. Ja. Also ich bin in Ghana allein hingegangen. Also ich war die einzige weiße Frau dort. Ich habe da nicht irgendwelche Musiker besucht. Aber bei Uschi Obermeier fällt mir noch dieses politische Engagement an, weil sie ja nun auch 68er... Ich bin keine 68er. Auch da sind wir auseinander, weil mein Vater war Offizier. Und ich wäre niemals gegen einen Polizisten gegangen. Verstehen Sie? Für mich ist es so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ein Mensch, der für den Staat arbeitet, sicherlich gibt es viele schlimme Seiten. Aber für mich war es dadurch, dass mein Vater Offizier war, wusste ich immer, was für einen Werdegang einen Menschen dazu bringt, für sein Land entweder als Polizist oder als Offizier zu arbeiten und welche Dinge passieren können. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich pauschale gegen einen Polizisten sein kann. Wie denn? Ich weiß ja nichts über seine Geschichte. Und 68 bin ich in Amerika in Himmelbetten gewesen, habe mir die Nägel gefeilt. Also ich kann mich überhaupt nicht als politisch engagiert. Jetzt als ältere Frau fange ich an, mich wirklich politisch zu engagieren. Das ist was ganz anderes. Wo Sie das gerade sagen, als Sie in Hollywood gewesen sind, mit Tony Curtis verheiratet waren, da haben Sie ja als Schauspielerin quasi einen Schnitt gehabt und waren ja die Hausfrau in Hollywood. Ja, das wollte ich ja sein. Und da gibt es ja jetzt so eine Fernsehserie, wie heißt sie noch, mit Housewives? Desperate Housewives? Desperate Housewives. Kann man das so ein bisschen vergleichen mit Ihrer Situation da? Nein, gar nicht. Ich war sehr jung, ich habe freiwillig auf eine Karriere verzichtet. Für mich war es so, dass ich meine eigene Kindheit ein bisschen nachholen konnte, indem ich Kinder gekriegt habe. Und ich war sicherlich ein ganz anderer. Ich finde diese Frauen in Desperate Housewives wirklich entsetzlich. Ich finde die ganze Show furchtbar. Ja. Abschließend jetzt, was sind Ihre Ziele? Wo wollen Sie jetzt hin? Was ist das nächste große Projekt? Muss man immer fragen bei jemandem, der so viel immer in seinem Leben macht und gemacht hat. Also ich habe zwei sehr große Buchprojekte. Das eine Thema ist Ruhm. Da merke ich, also ich fange schon um 5 Uhr in der Früh an zu schreiben, was für ein, weil ich glaube, dass niemand, der nicht berühmt gewesen ist oder die Erfahrung gemacht hat, ahnt, was es bedeutet, berühmt zu sein. Für Kinder, auch was es für die Ehefrauen ist, für die Kinder, wie es wie eine Atombombe in einer Familie eigentlich alles kaputt machen kann, wenn ein Einzelteil sozusagen berühmt wird.
Das ist ein Projekt. Das zweite ist eben ein Projekt, ein Buch, wo ich einfach darüber schreiben möchte, wie kann man gut altern? Wie kann man mit den Jahren die natürliche Verjüngung unterstützen? Das sind also massive Buchprojekte. Sicherlich wird es über ein Jahr dauern. Und ich glaube, dass Sie mit diesem Thema total am Zahn der Zeit sind. Denn dieses Thema, dass alle älter werden und sich damit beschäftigen, ich glaube, das ist genau das, worauf viele auch warten. Christine Kaufmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für das Gespräch. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen.